Die Meldungen von Einbrüchen häufen sich, auch in der Oberpfalz. Allein bis jetzt gab es 7,7% mehr Fälle als im vergangenen Jahr. Der Amberger Kriminaloberkommissar Wolfgang Senfelder ist als Berater für Einbruchsicherheit zuständig. Gibt es denn einen typischen Einbrecher? Es ist unterschiedlich beim Einbruch. Es sind zum Teil auch örtliche Täter, die einbrechen, die halt in Geldnot sind, die drogenabhängig sind und Geld brauchen. Es sind aber auch teilweise überregionale Banden, die unterwegs sind und sich spezielle Objekte aussuchen, um dort dann einzubrechen. Beliebt sind dabei gut erreichbare Fenster und Türen, vor allem an Rückseiten von Häusern und Wohnungen. Dort verschaffen sich die Täter durch Aushebeln mit Brecheisen oder Schraubenziehern Zugang. Ja, in der Regel sind die Täter außer natürlich auf Bargeld, Schmuck oder anderweitige kleine transportable Wertgegenstände, Laptop, Tablets oder solche Dinge. Auch in Weiden haben die Einbrüche zugenommen. Hier ist die Zahl von 23 im Jahr 2012 auf bislang 32 Einbrüche im letzten Jahr gestiegen. Für viele Opfer ist dabei aber weniger der materielle, vielmehr der psychische Schaden fatal. Das Gefühl daheim ist daheim. Das ist nach einem Einbruch vorbei. Und das ist auch das Kernthema. Wenn ich mich heute daheim nicht mehr sicher fühlen kann, ja, was ist dann das Leben noch groß wert? Wenn mir die ganze Welt stinkt, dann gehe ich heim, mache die Haustür zu und dann bin ich daheim. Nach einem Einbruch geht das so nicht mehr. Dabei lassen sich Einbrecher eigentlich leicht abschrecken. Zum Beispiel von geeigneter Sicherheitstechnik in den Fenstern und Türen im Erdgeschoss. Wenn einer einbricht, die Nervosität spielt eine große Rolle. Und wenn die 1, 2, 3 Minuten arbeiten müssen und kommen nicht rein, dann gehen die. Und deswegen Gelegenheiten, wo es leicht geht, werden sehr dankbar angenommen. Dazu gibt es auch noch ein paar Tipps, um es den Dieben nicht so leicht zu machen. Schließen Sie immer Ihre Türen ab. Verstecken Sie Ihre Schlüssel nicht draußen. Lassen Sie Ihre Fenster nicht gekippt. Achten Sie auf Fremde in der Umgebung. Und wenn ein Haus bewohnt aussieht, schreckt das ab. Tipps beachten und Sicherheitstechnik anbringen hilft. Denn laut Statistik des Innenministeriums geben 40% der Einbrecher vorzeitig auf. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.